Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales of Monkey Island. Wir fangen heute Kapitel 3 an, Lair of the Leviathan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Wir sind ja vom Wal verschluckt worden, das heißt, es geht wohl im Inneren des Wals weiter. Jo, bin mal gespannt. Bist du bereit, ein neues Spiel zu starten? Ja, wenn es denn sein muss. Es heißt, wir sind am verwundbarsten, wenn wir vertrauen. Aber andererseits können wir unsere Herzenswünsche nicht erfüllen, wenn wir nicht vertrauen. Guybrush Threepwood, vertrauend auf seinen Voodoo-Zauber, setzt in der Karibik die Pocken frei. Er flieht von Flotsam Island, um seiner Frau Elaine zu folgen und um ein Heilmittel gegen die Pocken zu finden, von denen sie beide befallen sind. Auf den Jerkbait-Inseln findet Guybrush Elaine zusammen mit seinem Erzfeind Lechon. Mit tiefem Widerwillen vertraut Guybrush dem ehemaligen Geisterpiraten seine Frau an und sucht allein nach dem Heiligen. Gejagt von der todbringenden Morgan Le Fay, muss Threepwood seine Fehler berichtigen, indem er Lysbonja Grande findet. Die Pocken verwandeln die Meere in ein heimtückisches Biest. Und das Biest hat Hunger. Das glaube ich jetzt nicht. Das solltest du aber, Schwesterchen. Warte, was glauben? Was? Seekuh! Ach, es war gar kein Wal. Es war ja eine Seekuh. Eine riesige. Ja, so hat das Ganze aufgehört. Um Himmels Willen! Guybrush, gleich hab ich dich. Tut mir leid, ich stecke gerade im Inneren einer Seekuh fest. Hinter dir! Oh, den kenne ich bereits. Er hat sie gewarnt. Gute Leistung, Sir. Da haben Sie die hübsche Kopfgeldjägerin aber schön in die Falle tappen lassen. Man muss ihre Beharrlichkeit schlicht bewundern. Sie ist bewusstlos. Gut, wir müssen uns jetzt wieder auf die Suche nach La Esponja Grande machen. Ich werde einen Weg nach draußen finden. Vorzugsweise durch den Vordereingang. Und nicht durch den Hintereingang. Ich behalte Miss Le Fay im Auge. Wenn sie sich rührt, verpasse ich ihr die alten Skorbut-Knöpfe. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ja, ich auch nicht so richtig. Okay. Ja, dann schauen wir uns doch mal um. Ich weiß nicht, ob es mir hier so gefällt. Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedrohlich aus. Und dann haben wir noch das Bullauge. Die Quartiere der Narwhal. Wie sind die doch prächtig. Deswegen lässt du uns die ganze Zeit nicht da rein. In jeder Episode hast du uns nicht reingelassen in diese Quartiere hier. Wahrscheinlich sind sie zu prächtig für das Spiel. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Ich behalte Miss Le Fay im Auge. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Ja, okay. Dann können wir wohl nur hier weitergehen. Oh, ein Lager? Sowas nenne ich primitives Leben. Schaut dir das lieber mal an. Wir scheinen nicht der Erste zu sein. Hallo? Entschuldigung? Wer ist da? Ein Abenteurer aus der Außenwelt. Wer bist du? Sie? Ich bin Guybrush. Ich bin Coronado Dekava, mächtiger Entdecker. Dekava, ich hab nach dir gesucht. Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg zu einem sehr bedeutenden Artefakt, das ich für eine sehr bedeutende Dame erlangen muss. Ich sag's dir ja nur ungern, aber du steckst in einem übergroßen Meeressäuger fest. Du wirst so schnell nirgendwo hingehen. Himmel, nein! Ich steck doch nicht fest. Ganz im Gegenteil, das ist alles Teil des Plans der Meeresgötter. Das Maul der Seekuh führt mich zum Artefakt,
die Seepferdchen brachten das Maul zu mir. Genauso, wie ich mich selbst aus dem Gefängnis von Fat Island befreit habe, indem ich die Wache um seine Schnürsenkel bestach, ihn an einem Flaschenzug aufhing, den ich aus altem Gebäck hergestellt habe und dann über den Zeitraum eines Jahres meine Sehennägel wachsen ließ, um aus ihnen vorsichtig ein Schlossknackerset zu schnitzen. Genauso werde ich, Coronado de Cava, aus diesem Biest herauslaufen, wenn die Zeit gekommen ist. Und das wird wann der Fall sein? Ich habe einen sehr eng gesteckten Zeitplan. Sobald wir den heiligen Paarungsplatz der Seekühe erreicht haben. Oh Mann. Ja, das hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Wie lange bist du schon hier drin? Seit Jahren. Diese Reise ist etwas länger geworden als geplant. Forschung stößt immer auf unvorhersehbare Hürden, die förmlich darauf brennen, überwunden zu werden. Ja, die Ähnlichkeit zwischen De Cava und Guybrush ist schon relativ hoch. Hast du etwa einen Satz Dietriche aus 10 Nägeln gemacht? Das ist korrekt. Und du hast nicht den Verführe den Wachhund mit dem Hundeknochentrick versucht? Bah, das ist doch nur was für Anfänger. Wäre aber vielleicht nicht so zeitintensiv gewesen, hehe. Wie auch immer, ich soll dir jedenfalls dieses Medaillon geben. Oh, dieses Medaillon habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es ist noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Wo haben Sie? Was ist denn das? 3Wood. Ich bin's. Gut gemacht. Du hast Coronado de Cava gefunden und bist Lais Bonja Grande einen Schritt näher gekommen. De Cava und seine Besatzung werden sich bei deiner Aufgabe noch als unentbehrlich erweisen. Und während sich die Pocken ständig weiter ausbreiten, musst du langsam gehen, Guybrush. Jahre der Suche nach dem Schwamm haben de Cava labil gemacht. Er war schon immer eine sanfte Seele. Bitte, ich flehe dich an, mich nicht zu erwähnen. Erwähne nicht Lais Bonja. Und was du auch tust, sag ihm nicht, wo du sein Medaillon erstanden hast. Wo haben Sie das her? Wer schickt Sie? Was machen Sie hier? Was nehmen wir denn? Ja, ich glaube das ja. Die Voodoo-Lady gab mir das Medaillon und sagte, ich soll dich finden, um Lais Bonja Grande für sie finden zu können, damit wir die Heilung... Was hat sie? Mit dir, diese untreue, wahrsagende Hure! Hä? Lais Bonja ist mein Steckenpferd. Ich will ihn ihr übergeben als gewaltiges, alles verzehrendes Symbol meiner glühend heißen Leidenschaft. Ich bin nur kurz weg. Da verbringt sie schon ihre Zeit mit einem frühpubertären Piratenjungen. Nein, das siehst du völlig falsch. Nein, auf keinen Fall. Wir sind nicht einmal richtig befreundet. Sicher. Ein Freund, dem sie ein sentimentales Medaillon von unschätzbarem Wert überlässt. Ich wette, sie betraut sie auch nie mit irgendwelchen Aufgaben. Nein. Okay, hin und wieder sagt sie mir, was ich tun oder wohin ich gehen soll. Allerdings meist mit nur wenig oder überhaupt keiner Hintergrundinformation, aber... Es hört sich aber stark nach einer Aufgabe an. Früher gab sie einmal mir die Aufgabe. Ich hielt mich schon immer für etwas Besonderes. Hat sie dir schon jemals eine Voodoo-Puppe gebastelt? Nein. Ich glaube Ihnen kein Wort. Haben Sie sie jemals in den Arm genommen? Was? Nein! Ich bin verheiratet. Sie! Ich sehe keinen Ring, Senor Leibrasch. Ich verlor ihn mit meiner anderen Hand. Ich bring sie um. Ich will weder das Herz der Voodoo-Lady noch Lais Bonja Grande für mich beanspruchen. Was wollen Sie hier eigentlich? Urlaub? Ach, wirklich? Ja, genau genommen ist es meine Hochzeitsreise. Mit Ihrer unsichtbaren Frau? Meiner sehr wohl existenten Frau. Warte, ich werde losgehen und sie holen. Ich werde Ihre vermeintliche Ankunft mit quälendem Zweifel erwarten. Au je. Guybrush, warum musstest du das auch erwähnen? Die Voodoo-Lady hat auch gesagt, du sollst es nicht erwähnen, aber man hat keine andere Wahl gehabt, als es zu erwähnen. Oh Mann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Morgan Le Fay jetzt unsere, um hier rauszukommen, unsere Frau mimen muss. Habe ich jedenfalls so den Eindruck, damit er zufrieden ist. Oh je. Hey, De Cava. Gehen Sie mir aus dem Gesicht, sonst bringe ich Sie noch um. Mann, benutzt nicht das Schiff eines anderen Mannes, nur weil er es am Hafen zurückließ.
Okay, da komme ich anscheinend nicht dran vorbei. Hey, ha? Dekava, ja, nee. Gehen Sie mir aus dem Gesicht! Nee, da komme ich nicht dran vorbei. Dann probieren wir mal noch den Landesteg hier aus. Oh, Gehörgang. Okay. So, da kommen wir wieder zurück. Wir könnten die Kanone benutzen. Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedrohlich aus. Kann ich nicht benutzen. Kommen wir jetzt in die Quartiere rein? Die Quartiere der Narwhal. Wie sind die doch prächtig. Nee, aber den Hauptmast können wir den hochklettern. Tatsache. Dann kommen wir zum Gehörgang wahrscheinlich. Eustachische Röhre. Obwohl es aussieht, als wäre alles voller Süßigkeiten, glaube ich, dass die Hörschnecke der Schlüssel für den Richtungssinn dieser Seku ist. Der Richtungssinn? Den braucht man wahrscheinlich, um sie zu La Grande zu bekommen. Seku-Ohrenschmalz. Vergammelt und penetrant. Perfekt. Für was? Ich habe genügend Fleischwunden gesehen und diese hier ist Weltklasse. Eine Hörschnecke oder ein Innenohr. Ich war zwar nur auf einer staatlichen Schule, aber ich glaube, die gibt's nur paarweise. Okay, müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas mit der Wunde machen müssten. Die Hörschnecke Obwohl kann man... Obwohl es aussieht, als wäre alles voller Süß... das ist genau immer dasselbe. Okay. Dann erstmal wieder runter. Ah, warte mal, riecht penetrant. Riechsalz. Vielleicht könnte man das als Riechsalz benutzen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Mein Pyrit-Papagei. Ich verlasse das Haus nie ohne ihn. Ah. Hm. Er muss wohl aus meiner Tasche gefallen sein, während wir gefressen wurden. Er wurde weggespült und ist für immer weg. Ah, das bezweifle ich mal. Was haben wir denn jetzt alles eigentlich? Wir haben Elaines Ring noch. Können wir ihnen zeigen, dass wir verheiratet sind? Weil wir einen Ring haben? Hey, Dekava, gehen Sie mir aus dem Gesicht! Nee. Oh je, müssen wir... Oh nee, bloß nicht. Elaine wird uns umbringen, wenn wir das machen. Winslow, ich muss morgen aufwecken und sie Dekava als meine angebliche Ehefrau vorstellen. Ja, ja, das erinnert mich an die Zeit, als ich... Nicht jetzt, Winslow. Dekava ist echt verrückt. Wie Sie meinen. Ich habe eine erstklassige Schulung in erster Hilfe auf See erfahren. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Zuallererst fühlen Sie Ihren Puls und prüfen Sie, ob sie noch lebt. Was? Sie könnte tot sein? Das weiß man ja nie so sicher. Ihr Handgelenk, Kapitän. Ja, okay. Also das Handgelenk. Sehr gut. Ihr Puls ist kräftig. Was ist das? Ein Tattoo. Der Name Gus. Dies ist für Jack Bender. Ausgezeichnet. Sie ist gesund und munter. Was mich zum nächsten Schritt bringt. Nehmen Sie dem Opfer alle Waffen ab. Wir wollen doch nicht, dass sie wild um sich schlägt und uns versehentlich ein Körperglied stutzt. Sie denken gut mit. Das ist wirklich eine gute Idee. Was passiert aber, wenn wir jetzt an was anderes machen, zum Beispiel den Kopf benutzen? Friedlich von außen, bösartig von innen. Na gut, also das gut, Schwert. Ich habe ihr Schwert. Da wurde etwas eingraviert. Dante Dragotta. Oh, das hört sich nach hartem Kerl an. Gomez, nicht auf den Teppich. Heben Sie Ihre Beine an, um die Durchblutung zu fördern. Verstanden. Na gut, also die Stiefel. Hebe Ihre Beine an. Was ist denn das? Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend. Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen? Okay, zu erledigen. Gustavo, kostenlos oder persönlich. Brim Hippolito de Toro, 10.000. Ein neues Schiff, 10.000 Kosten. Mittagessen, 5 Kosten. Gideon Gimplek, 3.000. Beerdigungszahlen an Noni, 6.000 hat es gekostet. Und Guybrush Threepwood, noch keine Zahlung. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Ein äußerst kurioser Fall. Wenn wir nur Riechsalz hätten, das wäre die Lösung. Ja, da haben wir doch den Schmalz.
Guybrush? Hoppala, mon adversaire. Das dürfte dir eine Lehre sein, nie wieder einem legendären Piraten mit vorgehaltener Klinge zu begegnen. Du hast das Privileg verloren, eine Waffe zu tragen. Oh, wo sind wir? Wir wurden soeben von einer gigantischen Seekuh verschluckt und du wirst gleich so tun, als wärst du meine Frau, damit wir einen rätselsüchtigen Schläger besänftigen können. Oh nein, das werde ich nicht tun. So sehr mir auch der Gedanke gefällt, mit dem Guybrush Threepwood Trautes heimzuspielen. Ich bin leider viel zu spät dran, dich nach Flotsam Island zu bringen. Hören Sie mal, die erbärmliche Ausrede eines anständigen Freibeuters. Noch ein Laut und der Captain schickt ihren Kadaver auf Erkundungsreise durch einen dünnen Damm. Ich würde das die guter Pirat, böser Pirat Masche nennen. Du meine Güte, ich muss mich vielmals entschuldigen. Ich glaube, ich sollte mich eine Weile ausruhen. Auf dem Weg nach unten muss ich wohl etwas Vulgäres verschluckt haben. Sehen Sie? So sind die Pocken. Sie verwandeln Menschen in was auch immer das war und sind kurz davor, die gesamte Karibik zu befallen. Sogar Elaine. Okay, gut. Aber dann musst du auch was für mich tun. Was ist das? Gibst du mir dein Autogramm? Eben noch wolltest du mir die Kehle durchschneiden und jetzt möchtest du mich in deinen Schrank hängen? Ich hab nur meinen Job gemacht. Gib schon her. Dann wollen wir uns mal um den verrückten Coronado de Cava kümmern. Du bist meine Traumfrau, dann verhalte dich auch so. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Tja, wen haben wir denn da? Der mädchenhafte, mächtige Pirat hat doch tatsächlich eine Lady. Coronado, darf ich dir meine Frau vorstellen? Morgen. Genau. Also, wie du ja jetzt sehen kannst, besteht nicht die geringste Gefahr, dass ich mit der Voodoo-Lady auf romantische Weise verbandelt bin. Ich bin ein Eine-Frau-Mann. Aber sicher doch, junger Liebhaber. Wenn sie beide tatsächlich frisch vermählt sind, dann macht es ihnen sicher nichts aus, mir ein paar Fragen zu beantworten. Oh, tun sie, was sie nicht lassen können. Dein Enthusiasmus finde ich begrüßenswert, aber wir wollen mal schön locker bleiben, Kleine. Beide gemeinsam. Wo haben sie sich getroffen? Wir lernten uns bei der Arbeit kennen. Was haben sie bei ihrem ersten Date unternommen? Wir waren segeln auf dem Schiff, genau, das passt. Wir waren segeln! Also gut, das reicht. Und, glaubst du uns jetzt? Beinahe. Beinahe? Was muss ich denn tun, um dir zu beweisen, dass ich bei deiner Voodoo-Lady kein Rivale bin? Machen Sie einfach einen Schritt nach vorne. Okay. Beide. Gut, dann kommen wir jetzt zur Sache. Okay. Ich habe Ihnen eine Reihe persönlicher Fragen gestellt, deren Antworten auf diese Karten festgehalten wurden. Mr. Threepwood, es wird Sie mit Freude erfüllen, dass Ihre Frau mit Glanz und Gloria bestanden hat. Sie scheint jedes kleinste Detail aus Ihrem Leben zu kennen. Was sagt man dazu? Jetzt, es liegt an Ihnen. Mal sehen, was Sie über Miss Threepwood so alles wissen. Beantworten Sie 3 Fragen hintereinander richtig, dann nehme ich Ihnen Ihre Flitterwochen ab. Und wenn nicht, dann heißt es ab in den Darm der Kreatur für beide. Frage Nummer 1. Oh yeah. Sie ist eine ziemlich gut ausgebildete Kämpferin. Wer hat ihr die Kampftechniken beigebracht? Ich würde sagen, morgens Schwert, oder? Oh je, ich glaube morgens Schwert. Wobei, ich bin mir nicht 100%ig sicher mehr. Da wurde etwas eingraviert. Dante Dragotta. Oh, das hört sich nach hartem Kerl an. Morgens Tattoo? Nee, nehmen wir die. Was ist das? Ein Tattoo. Der Name Gas. Hat ein Kerl, also ich hätte das Schwert gesagt, aber... Was ist denn das? Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend! Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen? Ich wäre auch, Noni könnte noch wichtig sein. Ja, aber ich glaube in dem Fall tatsächlich... Beziehungsweise, was war das in den ersten Nuscheln? Dies ist für Jugbender. Gomez!
Nicht auf den Teppich. Ja, okay. Eine Antwort auswählen. Dante Dragotta. Dante Dragotta. Richtig. Frage Nummer 2. Wie hieß Ihr Lieblingstier? Das war Gomez. Wo haben wir es dann? Gomez. Gomez. Richtig. Niemals. Beeindruckend, was? Die dritte und letzte Frage. Vor kurzem kam es in Ihrer engeren Verwandtschaft zu einem Todesfall. Onkel wer? Nonni. Das weiß ich auch. Das stand auf der Liste drauf. Nuni? Falsch. Falsch. Durchgefallen. Sie wissen rein gar nichts über diese Frau. Sie sind ein Hochstapler. Wow. Bereiten Sie sich darauf vor, gefressen zu werden. Nein, nein, nein. Lass es mich nochmal versuchen. Warum sollte ich? Weil Sie sichergehen möchten, dass Sie keine unschuldigen Touristen töten. Nein. Ich glaube, Sie haben recht. Zudem ist es so aufregend wie seit Jahren nicht mehr. Gut. Mal wieder. Nicht schlecht. Das war... Frage Nummer 1. Sie hat vor kurzem ein Schiff gekauft. Es trägt den Namen The Knave of... Warte mal. Das war auf der Liste, oder? Nee, das war für Jogbender. Das war der Verlust gewesen. Das war mein Fehler. Was ist denn das? Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend. Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen? Das Schiff? Aber da dachte ich Beerdigungszahlen an Nonni. Neues Schiff, 10.000. Aber wo steht denn das Geld dann? Gustavo, kostenlos persönlich. Aber wieso ist Gustav durchgestrichen? Oh je, das habe ich jetzt keine Ahnung. Gideon Gimplek 300. Ich denke, das und der Gustavo, Prinz Hippolyto de Toro, so heißt der wahrscheinlich, 10.000. Gideon Gimplek hat sie 300 gekriegt. Beerdigungszahlen an Nonni, aber wer war das? Aber wie heißt dieses blöde Schiff? Was ist das? Ein Tattoo, der Name Gas. Ist das das Schiff? Das da ist das Dies Ding. Ist für Jogbender. Dies ist für Jogbender, das wäre die letzte Frage wahrscheinlich gewesen. Zweites Murmeln war klar. Ich habe da echt keine Ahnung. Hippolyto? Fast. Silencio! Schon wieder durchgefallen! Weia, komm! Wow, Dekaba, nein! Gib mir noch eine Chance! Warum sollte ich? Ich war einfach verwirrt. Der ganze Seku-Atem steigt mir zu Kopf. Ah, in Ordnung. Frage Nummer 1. Wie hieß Ihre erste große Liebe? Das dürfte Gas wahrscheinlich gewesen sein. Gustavo. Gustavo. Richtig! Was? Wie hast du... Tattoo? Frage Nummer 2. Wer ist Ihr größtes Vorbild? Ha, das ist eine ganz leichte Frage. Guybrush Threepwood? Guybrush Threepwood. Richtig! Größtes Vorbild ist etwas übertrieben. Die dritte und letzte Frage. Wie hieß Ihre erste große Liebe? Die erste große Liebe. Die erste große Liebe. Gomez, nicht auf den Das Teppich. War das Ding hier. Das zweite war, das ist für Jogbender. Erste große Liebe. Erste große Liebe.
Was könnte das sein? Gustavo? Dante? Also Dante Dings war der Schwertmeister, das ist auch klar. Gustavo war... Warte mal, hast du nicht die erste große Liebe gerade eben schon gehabt? Die Frage war doch gerade eben schon, deswegen hat mich doch gerade so verwirrt. Gustavo. Richtig. Was? Wie hast du... Nun, vielleicht habe ich mich getäuscht. Sie sind wohl doch verheiratet. Oh, das ist schon okay. Wenn ein Typ im Innern einer Seekuh mit dem Medaillon deiner Freundin auftaucht, dann hat ein Mann das Recht, die eine oder andere Frage zu stellen. Gut, jetzt aber zu diesem Schwamm. Der, hinter dem Sie nicht her sind? Wir interessieren uns nur für die Sehenswürdigkeiten, nicht wahr, Schatz? Das ist völlig richtig, Erdbeertörtchen. No, vielleicht möchten Sie sich meiner Besatzung anschließen. Das würde auch für romantische Abenteuer sorgen und könnte eine Bereicherung Ihres Flitterwochen-Fotoalbums werden. Ich würde mich gern deiner Besatzung anschließen. Schließlich ist die Fotoalbengestaltung mein größtes Hobby. Wir werden La Esponja Grande im Nu finden. Magnifico! Was kommt als nächstes? Eine Stuhlprobe? Nein, Sie sehen wie ein Mann mit unerschütterlicher körperlicher Verfassung aus. Sonst noch Fragen? Ja, ich würde eigentlich gerne jetzt Pause machen, aber ich glaube, wir sollten erst die Fragen hier machen. Bis wir du speichern können. Besatzung? Zählen deine Launen etwa als Mitglieder? Ich verließ Flotsam Island vor vielen Jahren mit 4 weiteren mutigen Seelen, die alle eine wichtige Rolle bei der Suche nach La Esponja spielen sollten. Ich war vielleicht ein strenger Anführer, aber ich liebte sie wie meine Söhne. Warst du denn gezwungen, sie aufzuessen? Ich wäre lieber verhungert, als ihnen so etwas anzutun. Leider gingen sie schon vor langer Zeit im Magen der Kreatur zugrunde. Ein wahrlich qualvolles Ende. Tut mir leid um sie. Manchmal höre ich immer noch ihre Schreie. Vielleicht leben die noch? An diesem heiligen Paarungsplatz der Seekühe ist dort auch La Esponja Grande zu finden? Das ist korrekt. Eis. Wann ist denn unsere planmäßige Ankunft? Meine Angetraute wird ein bisschen kribbelig. Nun, ich fürchte, unser Seku-Männchen irrt schon einige Zeit orientierungslos durch die Gegend. Orientierungslos? Haben wir es hier etwa mit einem Eunuchen zu tun? Nein, alles funktioniert noch bestens. Aber der innere Kompass unserer Seku scheint aus dem Lot zu sein. Woher weißt du das? Sie dreht sich ständig im Kreis. Ich könnte das Problem auf das Innenohr der Seku reduzieren. Ich bin gerade dabei, ein Ersatzohr zu fertigen. Das erklärt das ständige Drehen. Womit baust du denn ein neues Innenohr? Ich flechte aus den Hüllen der Saugwürmer, die ich im Rachen der Seku finde, eine neue Hörschnecke. Das ist die einzige Chance. Wenn sie mir welche bringen würden, könnten wir wertvolle Zeit sparen. Bin schon unterwegs. Anscheinend müssen wir für den alten Mann nur ein paar Saugwürmer aus dem Rachen der Seekuh schneiden, damit er eine gigantische Hörschnecke bauen kann. Die wird dann die fehlende im oberen Gehörgang ersetzen und schon geht die Reise weiter. Du könntest mir aber auch mein Schwert zurückgeben und dann schneide ich uns den Weg frei. Ich lass dich doch nicht diesen armen Kerl aufschlitzen. Seekühe sind sanfte Riesen. Guybrush? Lass mich bloß in Ruhe, Susi Schlitzer. Sachte... Wow! Nix. Und damit jetzt fängt das Kapitel 3 an. Ich mag Morgan Le Fay. Die ist irgendwie cool. Aber bei den Fragen, es hat mich halt gewundert gehabt. Er hat ja halt erst den Liebhaber gesagt gehabt. Und dann hat er halt bei der dritten Frage nochmal dieselbe Frage gestellt. Und das hat mich... Geschmeidig. Danke für den Stoß. Ich habe noch nie zuvor einen Kehlkopfdeckel so nah gesehen. Wow. Wuhuhuhu! Trink! Ich glaube, wir haben soeben Dekabas Besatzung gefunden. Was sagst du da, du verdauter Scum? Okay, ich kann zwar wieder nicht speichern, aber ich würde sagen, hier machen wir dann einfach mal... Oder kann ich doch speichern? Ich glaube, ich kann speichern. Ah, es geht auch in Dialogen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Das ist eine schöne Stelle, finde ich.
Und ich habe ja schon immer ein bisschen überzogen. Bis morgen dann. Tschüss.